Die Saison 2018-2019, so gut wie Geschichte. Zeit für die ersten Transferspekulationen in der Gerüchteküche des internationalen Fußballs. Schon jetzt groß in den Schlagzeilen die Paris-Superstars Neymar und Kylian Mbappé. Der Transfermarkt ist verrückt. Viele Vereine sind an so vielen Spielern interessiert. Aber wenn Sie mich als Trainer fragen, ob ich will, dass die beiden bleiben, sage ich natürlich ja, und das weiß auch jeder. Aber wir können warten, und wenn sie tatsächlich wechseln, dann werden wir Lösungen finden. On peut attendre à l'autre côté, si ce n'est pas comme ça, on va trouver des solutions. Klingt nicht nach einem Machtwort des Trainers. Das gab es allerdings vom Verein. Aussagen des Franzosen über mögliche neue Projekte kontert PSG. Mbappé soll auch in der kommenden Saison in Paris spielen. Er ist immer motiviert und hat große Ziele. Er ist sehr selbstbewusst und entschieden, seine Gedanken laut zu äußern. Ich glaube, er hat viele Ideen. Er ist sehr, sehr intelligent. Kylian weiß immer, was er tut. Er ist einfach immer engagiert und möchte mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Auch wenn Paris Saint-Germain den Aussagen von Mbappé zunächst den Wind aus den Segeln genommen hat. Sein Name wird wohl in den kommenden Wochen weiter gehandelt. Die Sommerpause. Zeit für Schlagzeilen aus der Gerüchteküche.